Da. Moin Jungs. Moin Thomas. Moin Thomas. Ja, wir sitzen ja alle drei zusammen. Echt? Haben wir noch nie gehabt? Ja, nee. Werden wir auch so bald nicht mehr haben, aber. Ralle ist entschuldigt. Jana auch. Und was haben wir eigentlich für ein Thema? Haben wir noch nicht ausgesucht. Nee. Einmal ein Laber-Podcast, ne? Wir wollen mal einen Laber-Podcast machen. Nein, wollen wir eigentlich nicht. Nee, eigentlich ist die Folge für die 333 gedacht, die irgendwann im September kommt, glaube ich. Ach so. Ja, so weit noch hin. Also können noch korrigieren. Also nee. Wir müssen jetzt Sachen erzählen, die in 2 Monaten noch interessant aktuell sind. Ja, nee, das machen ist wir nicht. Schwierig. Nee. Also wir haben ja ein paar Anleitungen gekriegt. Wir sollten eigentlich über Fotobücher reden, sagte die Jana. Wenn wir mal zusammen sind, die Expertise, Fotobücher. Okay. Ja. Thomas, du hast ja schon einige Fotobücher ich hab ja in Produktion Bücher gegeben. Gemacht, ja. Ja, Bücher. Soll man die jetzt durchblättern? Nein. Nein. Das wäre ja praktisch ein verkappter Dia-Abend. Genau, Dia-Abend ohne Licht. Nicht. Das schlage ich sofort ein, glaube ich. Durchschaut sofort jeder. Oh, wei, oh, wei. Ich mache das Simulieren aus dem Klicken im Hintergrund. Ja, genau. Genau, und dass die Birne kaputt geht nach einer Stunde oder so. Die 50er Magazine. Oder dass vielleicht ein so ein Dia so leicht angeflimmt wird. Ja, genau. Mit Blasen. Ja. Hat das noch einer gemacht von euch, ein Dia? Meine Eltern. Ich kenne das noch, ich habe noch einen Dia-Projektor. Ernsthaft? Ja, aber der ist irgendwie verklebt. Aber ich habe den mal benutzt, um ein Dia-Magazin alte Bilder abzufotografieren von der Von der Leinwand? Von der Leinwand einfach. Oha. Wahnsinn. Nee, bevor man die, also aufwendig einscannt, um mal schnell einen Abzug zu haben, kann man die einfach... Kann man auch irgendwo abgeben, ne? Das dann kostet es aber auch echt Geld, ne? Ja. Ich habe mal einen Dia-Projektor verwendet, um mein Garagentor mit einer Comicfigur zu malen. Und weil ich ja kein Künstler bin, brauchte ich ja die, ja, wie soll man sagen... 1:1 Vorlage. Das ist praktisch so abgepaust dann am Garagentor. Ja. Das wird aber vielfach gemacht, ne? Echt? Das, ja, die Graffiti-Leute machen das. Das weiß ich von irgendeinem Festival. Ja, mittlerweile nehmen die ja Beamer. Ach, ja, die nehmen ja Beamer. Ja. Mein Gott, ist ja für mich. Also habe ich für das mich erfunden, was schon da war. Ich habe das für mich selber entwickelt. Ach so. Ich habe dann allerdings gemerkt, beim Zeichnen, dass irgendwas nicht stimmt. Und zwar hatte ich dann den Umriss auf eine Folie gedruckt. Ach so, ich dachte von Proportionen, also verzogen. Nein, und dann ist, das war nicht hitzeumständig. Mhm. Das waren damals noch hier für Overhead-Folien und dann ist das runtergelaufen. Und ich habe das beim Bemalen, das war so eine Tigerente, habe ich da gemacht. Die schon dann unten weg. Und irgendwie habe ich beim Malen gedacht, jetzt irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwie stimmt die Form nicht. Und dann bin ich zurückgegangen, habe ich gesagt, scheiße, die Tigerente ist ja schon völlig verzogen. Weißt du, wie diese fließende Zeit, dieses... Ja, aber das ist also, wenn du halt kein Künstler bist, dann merkst du das erstmal nicht, wenn du da vorne stehst und malst da den Strich hinterher. Und du kannst malen, echt? Ja, malen. Also malen im Sinne von anstreichen, ja. Malen nach Zahlen. Ja, aber für mich ist das so ein Ding, ist doch schon echt eine Kunst, oder? Also das, selbst wenn es, sag mal... Ja gut, aber ich habe es halt abgepaust, das ist ja dann keine Kunst. Naja, aber... Für mich ist das immer noch, ich kann das nämlich echt nicht. Also ich kann auch nicht mal eine Kuh zeichnen oder sowas. Also da habe ich überhaupt kein Talent für, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja, aber wenn ich so einen Strich nur hinterher malen muss, das schaffe ich schon. Ja. Okay. Also wir haben malen nach Zahlen und nee, weshalb sind wir eigentlich hier? Wir haben gerade gegrillt, ein Bierchen getrunken und ein Wasser. Und einen Fotowalk gemacht. Ja, Gregor und ich haben uns das erstmal persönlich kennengelernt. Sogar. Ja, das auch noch. Ja. Der Wahnsinn, ne? Ja. Und einer hat keine Kamera bei. Aber der macht demnächst noch einen Podcast, oder den habt ihr sicher schon gehört, weil der... Erzähl. Ich? Ja. Worauf willst du jetzt raus? Mit der Fotoreise. Ach so, mit der Fotoreise, richtig. Ja. Ich stehe jetzt kurz vor einer Fotoreise... die aber natürlich im September, wenn diese Folge gesendet wird, schon lange vorbei ist. Erinnert euch doch noch dran, ne? Wie der Gregor mit dem Kai da durch Helsinki gelaufen ist. Was ich eine der Folge besten nochmal. Folgen, ne? Da war schon mal, ne? Futur 3. Wie ist Futur 2 nochmal? Ihr werdet gehört haben? Genau, ja. Okay. Ihr hörtet. Nein, aber jetzt müssen wir trotzdem sagen, ihr habt gehört. Genau, ja. Ja. Ja, ganz schön kompliziert. Ja. Finde ich auch. Aber da kann man lange drüber reden. Ne? So ein Podcast ist eine echte Zeitkapsel. Richtig, was wir schon alles erlebt haben. Ne? Was war denn, wenn wir so zusammensitzen, eure Lieblingsfolge? Ich glaube, bei dir weiß ich es.
Ja? Mhm. Bananensprayer. Ich glaube, das fand ich am spannendsten. Ja gut, ich hatte danach tierisch Kopfschmerzen, ne? Von der Farbe, ne? Nee, ja, von diesem, was ist das, Formaldehyd oder diese Verdünnungs-. Das war Wahnsinn, ne? Also das war schon echt, also das war eine Riesenhalle, aber trotzdem stank das da wie Teufel. Der hat da so komische Abzugsanlagen gehabt, aber... Also ich kenne die aus dem Chemielabor, also eine hochprofessionelle Abzugshaube, auch überdimensioniert und auch sehr laut und sehr zugkräftig, glaube ich, aber trotzdem, die ganze Bude hat nach diesem Lack da gestunken. Genau. Also ich war danach, war ich echt so ein bisschen kaputt. Ja. Könnte ich da zum Beispiel auch wieder nicht arbeiten. Wir haben mal kurz zu dritt da gesessen, ne? Und der unser Spraypapst hat erzählt. Ja. Und aber ich fand es auch super spannend, weil das ist ja so jemand, der so echt bekannt ist. Ja. Ja. Und du warst ja auch ganz stolz, da ist dein eigenes Schablone oder was hast du da? Du hast auch so einen. Ach so, ja, ich habe noch einen extra Abdruck gekriegt von Kunst. Der Bananensprayer im Original. Ne? Ich habe auch eine Aufkleberbanane gekriegt, die immer noch nicht auf meinem Auto drauf ist, muss ich auch mal. Ja, die hängt hier bei mir an der Wand hier. Und da gibt es auch genaue Instruktionen, in welchem Winkel die aufzukleben ist. Ach so. Also nicht, dass du das nachher falsch machst. Nee, die hängt am Clip da. Also nicht, dass sie stört, so dass du nachts nicht schlafen kannst. Die hängt doch falsch rum. Die Banane hängt falsch rum. Ja, aber da hatten wir, das war ja schon wieder ein Thomas, ne? Das ist echt unfassbar. Ja. 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 Und deine? Ich habe ja noch nicht alle Folgen gehört, ne? Ach so. Nee, aber ich kann schon eine ausmachen und das ist die mit John Tucker. Ach so, ja, eigentlich. Genau. Oh ja, da haben wir gearbeitet, ne? Also haben alle gearbeitet. Ja, aber viel Bastel live für uns. Ja. Boah, wenn es da schon Dings ChatGPT gegeben hätte. Aber das war ja zwei Sachen. Das war ja erstmal transkribieren und dann noch übersetzen. Ne? Ja, und auch erstmal die Fragen kriegen und ihn dazu kriegen, dass er geantwortet hat. Ja gut, das hat er ja noch die Frage gemacht. Das war ja für uns schon erledigt. Ah ja, das war super. Nee, da war ich selber überrascht. Ich habe gedacht, mein Problem ist einfach. Aber das war natürlich, das ist ja jemand, der sehr schnell spricht. Ja. Und nicht labert, sondern mit extrem viel Inhalt pro Satz spricht. Und das merkt man wirklich, wenn man versucht, das mal niederzuschreiben, was er da gerade gesagt hat in der Geschwindigkeit. Das ist irre. Ja. Und im Englischen denkt man, ich habe alles verstanden. Ja. Haben wir beim ersten Mal auch. Und dann waren wir wieder verwundert, dass es doch nicht vollständig war. Ne? Nee. Also da war, aber ich glaube, unser Kunstgriff war, dass wir die Antworten genommen haben, nochmal übersetzt haben und nochmal interpretiert. Ja. Ne? Also das war schon, da haben wir gar nicht so drauf vorbereitet. Ne? Haben wir einfach gesprochen und dann gesagt, ja, so und so, aber ich sehe das so und so. Oder interessanter Aspekt. Ne? Das war daher recht viel Arbeit. Ja. Ja, das war, aber da war auch ein schönes Gemeinschaftswerk. Das war einer der ersten, die wir zusammen gemacht haben. Ne? Also ja, war einer der ersten. Nicht der allererste, ich glaube, der war mit Ralle, ne? All You Need Is Love oder sowas war das. Ne? Also, weil wir immer über Musik reden. Gibt es eigentlich bald eine neue Musikfolge? Die nächste. Wie habe ich die genannt? 1, 2, 3, 4, immer schön im Takt bleiben mit Ralle, weil der Schlagzeuger ist. Ja, Ralle ist ja der Musikexperte. Ja, und unter Rampensaum. Ne? Also, ihr erinnert euch ja an den Podcast über Nürnberg an Post, Meet and Street. Die heute rausgekommen ist. Da hat er, glaube ich, 12 Leute ans Mikrofon geholt. Echt? Ja, hört euch doch mal an, ihr bösen Jungs. Ja, wie soll ich das denn schaffen? Ja, am Rückweg. Ja, weite Anreise konnten wir noch nicht hören. Ja. Nee, Quatsch. Aus mysteriösen Umständen habe ich diese Folge, glaube ich, 8-mal gehört. Details verrate ich jetzt nicht. Verstehe. Okay, ich glaube, die Tonalität, da war es. Es kam auf den Ton an. Ne? Auf den Ton. Ja gut, bei Podcasts kommt es ja vor, dass es auf den Ton ankommt. Ja, genau. Ne? Mancher spricht verständlich und mancher... Ja. Und die Technik. Man kann auch die Technik. Die ist nicht, hat mir die Technik ist ja... Ja, wird viel drüber gesprochen, aber kann man auch gar nicht unterbewerten. Ist halt wichtig. Nee, ist entscheidend. Ne? Ja. Ich habe jetzt mal still sein. Hört sich an wie im Harz. Hört sich an wie eine Bierwerbung. Hört sich das an. Genau. Prost. Hier im Vertrag. Prost. Ich mach das mal leise. Echte Glas. Gucken, ob ich das hinkriege, dass das ganz leise ist. Ja, haben wir noch nie gemacht. Ich hatte mal die Idee, internationaler Frühshoppen. Weil Jana ja im Ausland sitzt. Ach ja, internationaler Frühshoppen. Ja. Das gibt's doch ja. Aber dann muss man auch rauchen und Wein trinken. Aber ja, genau. Genau. Und der Egon Högen, der die alle ankündigt, ne?
Weiß ich gar nicht mehr. Doch, das war Egon Högen. Sagt der Dingsbums Journalist aus so und so von der Rheinischen Post und so, der Dingsbums ja. Daily Telegraph oder ja, von der ja. Sun. Man hat doch immer diesen Amerikaner dabei, diesen rechtsradikalen Amerikaner. Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur, dass mein Opa das mal geguckt hat, aber die Inhalte weiß ich nicht mehr. Ich fand es nur so spannend, dass die. Ja, dass das so ein. Ja, und einigermaßen gutes Gespräch war. Ja, das waren immer gute Gespräche, aber irgendwann nach einer halben Stunde kam dann eine weibliche Person und schenkte Wein nach. Ne? Genau. Ja, war das also, mal eine Frau? Das ja, das war immer eine Frau. Also, das muss, ne? Ich ja. kann mich da gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Ja. Werner Höfer, ne? Ja, und es wurde aber auch wild durcheinander gequasselt, wenn ja. man uneins war. Also, da hatte auch keiner Lust, das mal zu ordnen, glaube ich. Ne? Hatte nicht da unser Werner Höfer? Ja, der hat es versucht, aber eigentlich, wenn sich zwei eine Wolle hatten, dann haben die sich gegenseitig da die voll gequasselt. Die beiden Deutschen waren auch mal am äußeren Rand, ne? Links und rechts. Das ne? weiß ich nicht mehr. Doch, ja, und der Rest ich war international. Ich bin noch zu jung. Ah, das stimmt. Ob das noch obwohl ich weiß, gibt. Aber nicht verwechseln ja, jetzt mit Robert Lemke, ne? Das war eine andere Sendung. Das war der mit den Schweinen. Ja, genau. Welches Schwein da bin ich denn? Oder soll, wollen sie sein, ne? Oder wie man das hätten es denn? Hätten es denn, ja. Weiß ich doch. Ich habe so einen Frühshop. Nein, ich find aber manchmal, wenn man so alte Sachen sieht, ich finde das halt bemerkenswert mit dem Alkohol, dem Rauchen und noch so ein paar ja, Sachen. Ja. Wie cool das war früher das gewesen. Vollkommen ist. Egal, ne? Ja. 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 Und heute regt sich auf, als Helmut Schmidt mal in der Sendung rauchen durfte. Ja, ne? Schrecklich. Hier alle gequatscht ohne Ende. Das aber war doch Menthol. Ja, das ist gesund. Das war ein gesunder Szene. Der ist alt geworden. Da kann man ja sagen, rauchen macht ja. Die Tage lief eine Doku über die Entstehung des Elbtunnels. Mhm. Und da haben sie wirklich so alte Szenen nachgestellt mit dem alten Bürgermeister und dem Architekten und Politikern. Und die waren da ständig auch am ja, klar. Rauchen. Ja. Aber interessanter Doku. Das finde ich gut. Du warst auch mal Raucher, ne, oder? Bis vor 2 Jahren. Also, ja, das ist so. Nee, ich bin ja recht militanter Antiraucher geworden. Ja. Also richtig. Weil ich kann, also weil ich so Verkopfschmerzen kriege. Also, ich hatte das nur irgendwo nur ist, sag mal, wenn hier vorne laufen ja manchmal, dann muss ich hier wirklich alle Fenster zumachen. Und wenn das reinzieht, da kriege ich die Motten. Ne? Ja, das ist, kann man ja Rücksicht drauf nehmen. Ja, aber ich Raucher, bin, wer nimmt denn da Rücksicht? Ja, ich bin da draußen. Ich habe da immer drauf Rücksicht genommen. Also, ja. Also ich bin schon der Meinung, ich habe das mal irgendwie gegoogelt, die Menschheit raucht seit mehr als 6000 Jahren. Ja. Und die wird auch wahrscheinlich in 6000 Jahren noch rauchen. Weiß ich, warum man das jetzt so... Aber vielleicht sind doch die Inhaltsstoffe ein bisschen anders geworden. Ja, das war alles ein bisschen natürlicher wahrscheinlich. Und auch nicht so viel. Ne? Dieses Industrielle, was wir jetzt machen, ist natürlich schlecht. Aber jetzt das grundsätzlich zu verteufeln, weiß ich nicht, ob das so der Weisheit letzter Schluss ist. Ist ja gut. Neuseeland will ja aufhören in 2 Jahren. Ne? Aber die sagen, 5% ist schon Nichtraucher. Also 5% ist die Toleranz. Du kannst es nicht total verbieten. Die sagen, 5%, wenn wir 5% erreichen, sind wir ein Nichtraucherland. Das ist das Ziel bei denen. Und das schaffen die, glaube ich, auch. Ja, wenn die sonst keine Ziele haben. Ich glaube, es gibt eigentlich andere Probleme, aber gut. 5% Nichtraucher. 5% nur noch rauchen. Ach, nicht nur noch rauchen. Ja, ich weiß nicht, wie die Neuseeländer drauf sind. Was bei uns der Anzahl 30-40% sind Raucher oder was weiß ich. Ne? Und die sagen, bis 5, die haben jetzt schon einen extrem niedrigen Anteil. Und, aber es wollte doch jetzt auch ein Land unter einem gewissen Alter komplett verbieten, weil die haben die Philosophie, dann muss ich das auswachsen. Das also wir machen jetzt nichts gegen die Erwachsene. Ja. Ich weiß nicht mehr, welches Land das war. Vielleicht ist es das. Kann wollen das durchziehen. So. Ja. Ja, ich meine, wenn du einmal nicht angefangen hast, dann fängst du auch nicht mehr an. Ja, ich will jetzt nicht philosophisch werden, aber das ist halt nichts, wo der Staat eigentlich mitzureden hat. Ich habe nie angefangen zu rauchen. Ja. Cool. Ich habe einmal im Kindergarten von dem Stutenkerl die weiße Pfeife mit Gras gefüllt und angezündet. Und da waren wir so schlecht. Guck mal, schon mit da habe ich nicht mehr geraucht. Ja, gut. Ich habe früh angefangen. Ja nicht rauchen. Ich habe früh angefangen, aber früh aufgehört. Ja, klar. Gut, das ist aber, wenn man jetzt ohne Aufwärmen so einen 100-Meter-Lauf macht, dann geht das halt schief. Ich war auch Asthmatiker und deswegen. Nee, nicht. Ja, manche Sachen, was weiß ich vertrage ja auch keinen Schnaps oder sowas. Ne? Das vertrage ich einfach nicht. Das, ne? Also genauso habe ich beim Rauchen auch gesagt. Ne? Das ist wie ein Loch im Knie, da will ja auch keiner haben. Ne? Also, ja, ich will es auch nicht verteidigen, aber ich finde, man muss das nicht alles so verbissen sehen. Ja, sehr gut. War ja nur. Was sind wir da drauf? Also hier Werner Höfer. Werner Höfer, genau, der war schuld. Richtig. Aber den hat er selber auch. Nee, ne? Aber die ganzen Gäste haben eine Pfeife da. Und dann immer diese kiloschweren Aschenbecher da. Aber ich glaube, die Kunst war nach einer Dreiviertelstunde fertig zu sein, ne? Oder wie war das? Ja, aber ich fand das manchmal auch so, dass man da nichts mehr lernen konnte, weil die alle durcheinander gequasselt haben. Also man möchte ja eigentlich was mitnehmen.
wenn jetzt... Ja, ist das auch bei den heutigen Talkshows so? Ist das so, dass man... Nein, also es gibt natürlich so Leute, die das null im Griff haben, wo alles drunter und drüber geht, wo ich dann auch ich schalte dann auch aus. Ne? Guckst du das überhaupt noch an? Ich gucke mir schon Ausgesuchte, nur Ausgesuchte noch. Also wer ist ein Ausgesuchter? Da muss ich mich ja jetzt outen. Also ich finde den Lanz, wenn er nicht die üblichen Verdächtigen da hat, sondern jemand, der lädt ab und zu schon mal Leute ein, die echte Experten sind und die dann wirklich wissenswerte Sachen sagen. Ja, und dann finde ich den gut. Ja. Wenn der seine üblichen drei, ne, hier Zahnarztpartei und noch drei einlädt, das kann ich mir nicht antun, weil ich auch vorher weiß, was die sagen. Das ist sehr, sehr langweilig. Ja, aber ich glaube, das ist die übliche Tournee. Gästetournee, ne, die rumgehen. Ne? Und da weiß man, die kann man anrufen, die kommen auch, ne, die kriegen ja Honorar und dann ist gut. Ne? Die liefern auch das, was erwartet wird. Genau. Ne? Das ist dann so. Ne? Aber so... Jetzt war nur als Beispiel, letzte Woche war einer, der hat was erzählt, wirklich, wie funktioniert das mit dem Wasser? Was ist mit Grundwasserspiegel? Was ist die letzten 20 Jahre passiert? Was haben wir da für ein Problem? Was kann man dagegen machen? Und so weiter. So, das finde ich halt einfach interessant, dass da mal einer so einen Rundumschlag macht. Ne? Und nicht so mit erhobenem Zeigenfinger und dass einfach mal so einer erklärt, wie das so läuft. Ja. So, und dann ist der Lanz auch ganz ausgewechselt. Dann stellt er auch interessante Fragen, weil der normalerweise ist ja nur auf Krawall gepolt. Ne? Das merkst du ja. 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 Also man kann da was rausziehen, aber nicht in jeder Aber da gucke ich mir doch lieber Quarks oder sonst was an. Ja. Also sagen wir, zu Wasser wird garantiert eine Sendung geben, dann warte ich jetzt nicht drauf. Ah, ist mir das wirklich zu einer komischen Zeit. Das stimmt. Und das ist mir auch zu oft. Ja gut, aber ich habe hab da so was ganz Tolles. Ich habe da so ein Aufzeichnungsgerät. So. Ich kann das natürlich gucken, wann immer ich will. Man muss es nicht, oder Mediathek gibt es auch. Ne? Man kann das auch mit dem sogenannten Internet, kann man das glaube ich auch. Internet. Als Podcast kriegst du das auch oft. Ja. Ah, da gibt es ja noch den Precht und Lanz. Ne? Oder Lanz ja, das höre ich ganz gerne. Ja, der ist auch häufig interessant, ja. Ja. Und ja, der kann ja reden, ne? Das ist Wahnsinn. Ne? Ja, gut. Den haben wir auch schon eingeladen. Ne? Ja, genau. Hat er eigentlich mal geantwortet? Der hört das hier jetzt und denkt, Scheiße, genau. Das habe ich ja nicht geantwortet. Sind wir in der Kemenate? Nee, hab ich nicht. Ich saß mal am Flughafen neben dem. Ach so. Ja. Aber da hat er, ich glaube, der schirmt sich ab. Ne? Da war so eine Assistentin, ich würde da auch nicht gucken, ne? Und so, dann wirst du ja automatisch angesprochen. Ne? Aber, nee, dann guckt er ein Buch oder ja. Wenn ich so berühmt bin, dann würde ich da, verstehe ich, also ich werde bekloppt werden. Also wenn ich wirklich berühmt werde und, nee, das will ich gar nicht. Nee, das will keiner. Nee. Der gestrige Lanz und Precht, erzählt nämlich der Lanz, wie sich der Bill Gates getroffen hat mit jemand, um über ein Geschäft zu sprechen in einem Hotel. Aha, cool. Und dann sind die haben sich echt im Heizungskeller getroffen, weil der Bill Gates keinen Bock auf Publicity hatte. Ja. Da ging es richtig um was? Um Hop oder Top, ob der jetzt da seine paar Millionen kriegt als Investor. Ja. Und dann hat der Bill Gates gesagt, dann gehen wir jetzt in den Heizungskeller. Ja, das ist doch nicht schön, oder? Du kannst ja auch mit dem Fahrstuhl um ins Zimmer gehen. Aber er hatte wahrscheinlich Angst, dass aber dann bist du schon wieder durch die Lobby gerannt. Ach so, ja, okay. Also man will das nicht. Also berühmt sein stelle ich mir sehr anstrengend vor. Ja, aber der ist ja eh einer, ne? Der, was ich so andere, die würden da eher sagen, haha, wo ist die Kamera? Und so Sternchen und sonst was. Ne? Da bist du nur ein bisschen mehr, wenn das Blitzlichtgewitter losgeht. Ne? Nee. Ja, aber wenn du nicht mehr über die Straße gehen kannst, so wie wir jetzt zum Beispiel eben, weil dann da dauernd Aufstand ist, das bringt einen das. Gut, wir hatten ja genug Visitenkarten und Autogrammkarten dabei. Ne? Das ging eigentlich. Ne? Aber in seinen Glanzzeiten, in seinen Höhenflugzeiten, hat er sich einen Scherz daraus gemacht. Der Bill? Der Bill hat damals, wenn er sich mit Leuten getroffen hat, denen immer eine Visitenkarte gegeben und da standen nur zwei Worte drauf. Ich bin's. Bill Gates. Also. Kein E-Mail, kein Telefon, gar nichts. Ja, warum auch? Aber gut, dann geben die heute Ruhe, ne? Ja. Ja. Das heißt eigentlich, ruf mich nicht an. Ist jetzt meine Interpretation. Nee, ja, aber ich brauche sowieso nichts angeben an Daten, weil ich finde es nicht. Der weiß sowieso, was letztens die Excel-Tabelle ist. Das ist ein Extrembeispiel, aber ich möchte auch so halb berühmt, möchte ich nicht sein, dann hast du ja keine Ruhe mehr. Nee. Was? Ich war jetzt drauf gekommen, weil der Ralle so berühmt ist. Und dann genau, die Rampensau. Ne? Ja. War das so? War das davon? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Wir springen echt hier durch den Ring. Ne? Ja. Aber ne, ich wollte immer mal so ein Ding machen. Was ist denn dein Wunsch noch, was wir noch machen können?
podcastmäßig. Zum Beispiel, ja. Ja, Radio-Foto-Walk könnten wir nochmal machen, oder? Oder du mit dem Workshop mit dem Ralle, ne? Ja, ja. Gut, dann müsste der Ralle jetzt natürlich was zu sagen. Ja. Kann ich ja jetzt schlecht. Doch, du kannst ja hinterher sagen, ob der gut oder schlecht war, ne? Gut, ob du noch was gelernt hast. Ich konnte. Nein, das ist ja Ralles Ding, da muss der ja sagen. Mhm. Wenn der Ralle dann sagt, ich möchte, dass der Gregor als Teilnehmer auch was sagt, dann geht das ja. Also, ne, würd's nicht machen? Nein. Also, ich habe mal einen gemacht über Siegfried Hansens Workshop. Habe ich ihm gesagt, dass ich das Timing nicht besonders gut fand und den Vortag hat er nicht optimal genutzt. Hat er hinterher aufgenommen und gesagt, okay, das war diesmal wirklich nicht gut. Es hat glaubhaft gemacht, dass bei dem anderen Mal anders war. Okay. Und das sollte irgendwie das eigene Portfolio ein bisschen besprochen werden. Und das war wirklich sehr schnell, weil wir noch ein wenig Teilnehmer waren. Aber wir haben halt echt gedacht, wir dachten wirklich bis 21 Uhr und um 19 Uhr war das Ding schon fertig. Ich sagte, ja, war ja jeder dran und gut war. Nein, hinter war das prima, das war okay, und da hat man noch eine Menge mitgenommen, ne? Weil das war so ein Typ, den wollte ich immer mal kennenlernen und auch die Art, wie er fotografiert. Ne? Also das ist für mich was Besonderes. Ne? Mhm. Genau. Und dafür sind diese persönlichen Workshops, ne? Da waren wir nur mit 4, 5 Leuten oder sowas, ne? Fand ich richtig gut. Ne? Und mit denen, die da waren, haben wir immer noch ein bisschen Kontakt. Ne? Und das ist ja auch so das Ding. Also ich finde jetzt auch, dass bei dem Workshop der Referent oder wie auch immer der jetzt heißt, die Rolle, das ist maximal für mich jetzt 50%. Die anderen 50% ist die anderen Teilnehmer kennenlernen und wenn man da mit den Gemeinsamkeiten findet, dann kennt man die danach halt. Ja. Also ich sehe dann, habe ich aber früher beruflich auch irgendwelche Weiterbildungsmaßnahmen. Ja, da gibt es ein Thema, da gibt es einen Referent, aber da gibt es auch den Austausch untereinander. Der ist, glaube ich, mindestens genauso wichtig. Ja. So, und ob man den Referent jetzt toll findet oder nicht, das ist ja sowieso ziemlich subjektiv. Da hat ja jeder so, es gibt ja einen bestimmten Typus Vortrag, die man jetzt nicht schön findet und umgekehrt. Ja. Also. Ja. Ich glaube, für mich wäre auch das Interessanteste eigentlich, die Leute kennenzulernen. Mhm. Weil ich bin eigentlich so nicht der Typ, der mit mehreren Leuten durch die Stadt zieht und Fotos macht. Bin ich immer zu sehr abgelenkt. Ja. Also ich muss da irgendwie so in den Flow kommen für mich alleine und dann kann ich auch vernünftige Fotos machen. Ja. Maximal noch eine. Aber das Kennenlernen, und das Kennenlernen finde ich, glaube ich, dann am interessantesten. Ja. Weil ich erinnere mich an unseren Walk da durch Oldenburg. Das fand ich auch ganz spannend. Das war ja auch so spontan irgendwie. Ja. Ne? So richtig geplant war das ja auch nicht. Ne? Nee, genau. Ich dachte, das heißt Oldenburg. 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 Also es heißt sicher nicht Oldenburg. Das heißt Oldenburg in Oldenburg. Bring das Mikro, das wollen wir. Ganz in der Nähe von Bremen. Bremen. Am besten finde ich ja immer noch Berlin. Das ist Berlin, wa? Berlin. Ich komme aus Berlin. Nee. Ja, mit den Workshops da, Also ich finde das auch mit der Kritik und so, natürlich kann man irgendwann mal sagen, wenn jetzt was völlig schief läuft, dass man da Kritik übt, aber eigentlich, ob man da was mitnimmt oder ob einem das gefällt, das ist, glaube ich, sehr subjektiv. Also, natürlich, aber wie gesagt, ich habe da eine ganze Zeit lang auch solche Bilder gemacht, so mit extremem Fokuspunkt und dass das hinten dann alles verschwimmt und sowas, ne? Das hat er mir genau gezeigt. Ne? Also, klar wusste ich auch, wie das funktioniert, aber so, dass man danach sucht, ne, diesen Punkt zu finden. Okay. Ja, und das fand ich dann, habe ich wirklich ganze Zeit lang dann so Fotos gemacht, die wollte ich mal machen. Und das ist ja jetzt nicht nachgemacht, sondern einfach nur auf meine Art projiziert, aber die Technik übernommen. Ne? Dann ist man eine Stunde mit ihm alleine da durch die Gegend gegangen und dann waren die anderen dann dran. Ne? Und umgefragt, was dieser extreme Fokuspunkt, was war das? Ja, was ich auf ganz was nah ist, habe ich irgendein Straßenschild und da ganz hinten sind noch Leute durchgelaufen oder sowas. Ach so, ja, wo der Hintergrund dann unscharf ist. Genau, ja, ich dachte, das wäre jetzt noch was. Nein, okay. Also, vollkommen unspektakulär, aber sowas habe ich halt noch nicht so oft gemacht. Ja, ich wollte mal von ihm sozusagen, dem Meister sozusagen, ein bisschen, wie das funktioniert. Ja. Aber wo du gerade sagst, bekannte Leute, da einer von denen, da kannten wir uns tatsächlich, aber haben uns nie getroffen, also wussten nicht. Dass, ach so. Das war dann auch lustig. Das ist mir auch schon mal passiert. Der Schneider, Daniel Schneider. Ja, hört uns, glaube ich, heute auch noch zu. Also weiß ich, dass er Fängerkreis bei meinem Newsletter ist. Okay. Ja, finde ich irgendwie fand ich total überraschend. Mhm. Ne? Also da, ja. Und sonst
Was habe ich sonst? Ja, Thomas Leutert habe ich mal eingemacht. Aber das war auch nur, das war, glaube ich, keiner der ersten überhaupt. Und danach haben wir uns nochmal so getroffen. Aber das war was anderes dann, immer so durch Zürich gezogen. Aber so, so viel habe ich noch gar nicht gemacht. Einen habe ich mal selber gegeben. War auch lustig, in Luxemburg. Du bietest das ja noch an, ne, auf deiner Seite. Ja, das war auch so eine Art Gegengeschäft oder sowas. Ne? Die Dani hieß die, hat mich da gebucht, dann gesagt, Flug, alles bezahlt, Unterkunft. Dann habe ich gesagt, okay, dafür kriege ich dann ein Wochenende in Luxemburg und wir latschen ein bisschen durch die Gegend und wollte gucken, wie ich so Fotos mache. Also mit Bewegungsunschärfe und so weiter, das wollte sie von mir wissen. Dann habe ich dann noch ein bisschen Lightroom rumgekaspert, sagte, oh, so Shortcuts und sowas kannte sie auch nicht. Aber fand ich auch wie schön. Ne? Also so, ja, sonst machst du ja eigentlich zum Spaß. Ne? Also nicht, dass da jetzt Kohle für verlangst oder sowas. Das war so eine Art Gegengeschäft, das nennt man Green Dollar. Ne? Also ich kriege eine Leistung und gebe dafür was, bezahlt, da fließt kein Geld. Und super. Ja. Ich war neulich auf einem, ja, wie nennt man das? Mini-Seminar, Schloss Brühl. Das war ein Bekannter vom Robert Corvus. Den hatte ich auch damals kennengelernt über den Robert Corvus. Ehemaliger Mitarbeiter bei, der war Beleuchter bei RTL und ist auch fotografisch unterwegs und der hat einen Anfängerkurs angeboten. Aha. Also ich bin da einfach hingegangen, weil ich den wieder treffen wollte und weil ich das mal spannend fand. Ich bin da so mitgeschwommen und der hat dann wirklich Zeitblende und so erklärt. Ach, Streik. Alle Altersklassen da, ne? Also teilweise auch Vater, Tochter und so. Das fand ich auch mal ganz spannend. Aber Filmkamera, ne? Oder nee, ganz so. Also ach so, richtig. Kameras, der hat sogar Kameras verliehen für Leute, die gar nichts hatten. Und der hat dann wirklich von ganz unten angefangen, warum haben wir hier Zeit und Blende und so. Ach. Fand ich total spannend. Ja, man soll sich darauf konzentrieren, ne? So man ja, Technik, genau. Aber das machen wir jetzt irgendwie so intuitiv, ne? Oder ja, genau. Das ist eine Automatik, ne? Bestenfalls. Ja. Also der hat auch so einen Merkzettel hat er verteilt und der hat er auch nach einer Stunde und so hat er halt Aufgaben verteilt. Ne? Er hat auch gesagt, hier, jetzt probier das mal aus mit der langen Belichtungszeit. Ja. Latscht dann mal, sind wir da immer durchs Bild gelatscht, er und ich und so. Und das war witzigerweise war das noch an einer Location, wo Brühler Schloss, da sind halt immer Profifotografen und Hochzeitspaare. Ach so. Immer. Wusste ich nicht, war jetzt lange nicht da. Hat gesagt, immer sind die hier. Wie heißt konnte man also direkt Fotografen fotografieren. Ja. Ja, die haben da so ein Blumenmeer und so weiter. Ich kenne das halt hier vom Japanischen Garten in Leverkusen. Da sind auch immer Hochzeitspaare. Ja. Nein, aber fand ich mal gut da, von der Picke auf und so. Und auch mal zu hören, so Leute, die das zum ersten Mal hören, so, was die so für Fragen haben. Das ist schon ganz interessant. Also wo wir dann nicht mehr so drüber nachdenken. Stimmt. Ja. Ich darf, glaube ich, im September einen Fotowalk leiten in Oldenburg. Ja. Kennst du den Fliegerhorst aus deiner Oldenburger Zeit? Der ist aber weit im Süden irgendwo, ne? Wie heißt der nochmal? Der ist, wie der richtig heißt. Weil, ich glaube, da muss ich Wache schieben. Ja, okay. Der war... Der ist ja jetzt, mittlerweile ist er ja platt gemacht und... Ach so. Ist das in Sand? Nee, das hieß nicht. Nee, das ist so Richtung Mädchendorf, hier heißt es da Horst. Weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß, da gibt es ein Fliegerhorst. Ja, Fliegerhorst, Riesengelände. Ja. Und die Hälfte der Gelände ist mittlerweile ein Solarpark. Und die andere Hälfte oder ein Drittel wird umgebaut zu einem Wohngebiet, Smart City. Mhm. Smart City? Smart City, ja. Und dann dazwischen gibt es noch diese Restgebäude von diesem Flughafen und die Bunker, die man ja schlecht abreißen kann. Irgendwie diese Bunker für die Flieger. Und da machst du einen Walk. Genau, da mache ich einen Walk. Lost Place. Im Rahmen der World Press Fotoausstellung. Ja, super, sehr schön. Super. Und da steht ja so ein, zum Beispiel noch dieser alte Turm, der Funktower, der Tower für die Flugzeuge. Und da steht ja Fürstenfeldbruck drauf. Ist nicht wahr. Genau. Weil nämlich damals der Film über Fürstenfeldbruck da gedreht wurde. Ach, das war doch hier Olympia, ne? Ja. Übrigens, ne? Ja. Da das Attentat. Genau, da haben die 72. Dann. Ach, da haben die das nachgehört. Da haben sie diese Szenen, da haben sie einfach da Fürstenfeldbruck draufgeschrieben. Also ist das ja fake quasi. Das ist voll gefaked, ja. Ja, gut, dabei ist im Dunkeln und mit Schießerei. Verstehe. Ja. Nee, wusste ich nicht. So ein Tower sieht aber gleich aus. Also haben die ja praktisch dieses 72er München. Ja. Okay. Ja. Ist das denn da gefährlich? Kann man da in irgendwelche Löcher reinfahren? Ja, da muss extra einer von der Stadt mitkommen. Wow. Weil es gibt da zwei, drei Personen, die sträuben sich dagegen eigentlich, wegen Kampfmittelräumung oder noch eventuell die Atombomben, die noch alle da sind. Oder so. Genau, die du nicht freigegeben hast. Zum Ausbuddeln. Stimmt.
Ja, und der kommt extra einer mit. Der ach so, da gibt es behördliche Sträubungsleute, ja. Oder? Ja, genau, von der Behörde. Okay. Wir wollen nicht, dass da jeder rumlatscht. Ne? Ja. Und ja. Wie ist das entstanden? Hast du noch den Klaus? Hier war Klaus, Spitzer-Eversmann. Genau. Ja. Aber die WPP-Ausstellung ist doch erst im nächsten Jahr, ne? Oder? Genau. Okay. Ja. Nee, dann ist das auch erst. Oh, Entschuldigung, im September ist die Begehung. So. Okay. Wo wir uns das Gelände angucken. Und so, ja, wollen ja mal nicht. Bisschen hier mit dem muss aber nochmal dann. Ne? Dann müssen wir nochmal rausschneiden. Ja. Also normal. Nächstes Nein, Jahr noch mal, im Rahmen der WPP-Ausstellung. Ja. Genau, ja. Ja. Genau, im Frühjahr. Ja. Das war auch spannend, die Geschichte, ne? Wo wir da drüber gesprochen haben, ne? Mhm. Die Oldenburg-Ausstellung, wie das ganz zustande kommt. Das wusste ich auch noch alles nicht. Ich wusste zu, dass das eine Tournee ist. Ja. Jetzt ist ja die große Frage, ob Bilder, die mit KI erstellt wurden, so. Auch ausgestellt werden oh, echt, können. Wenn man es kennzeichnet, für mich ja, ist das immer noch so ein weiter Schritt bis dahin. Bisher ist es immer so sehr dokumentarisch, eigentlich die dokumentarisch verpflichtet, die Wahrheit also darzustellen. Sagen, genau, mach ein Bild von Schießerei mit fliegendem Auto und einem herabstürzenden Fallschirm oder sowas. Hört sich erstmal aufwendig an. Ne? Aber so, Thomas läutert, sagt er, macht doch im Klo. Ja. Nein, wenn du das jetzt echt machst, dann ist es halt teuer. Ja, eben. Ja, Zeitungen haben kein Geld. Ne? Nein, also das finde ich jetzt. Ich fand, da gab es ja so einen Wettbewerb, wo dann so ein KI-Bild gewonnen hat und der Typ dann auf der Bühne dann hat er gesagt, nehm ich nicht an. Genau, weil. War ja vorher die lange Diskussion, ne? Aber der war halt nicht ausgeschrieben, Teilnahmebedingungen stand es halt nicht drin, also das war legitim. Aber natürlich hätte das echt Erklärungs. Also ich meine, der Name World Press Foto, nee, das ohne jetzt nicht. Tief drin zu sein, vom Namen her leite ich natürlich schon einen Anspruch ab. Ne? Authentischer geht es nicht. Dass er berichtet wird, ne? Genau. In Richtung Reportage halt. Ja. Ja. Genau. So, und dann hat da so ein wie auch immer künstlerisch toll gelungenes sonst was Bild eigentlich nichts verloren. Nee, also das muss ja auch dann erschienen sein, ne? Also da gibt es ja ein paar Bedingungen, ne? Ja. Aber dass die Diskussion überhaupt geführt wird, in dem Rahmen, finde ich. Also bei Kunst kann man die ja immer führen, aber da. Ja, eben. Da ja eigentlich. Aber vielleicht machen sie es nur, weil die Gefahr besteht, dass faule Fotografen. Kennen wir faule Fotografen? Also Nerds, die jetzt die Bilder liefern. Achso, Nerds, die jetzt entdecken, dass sie eigentlich Fotografen. Ja, genau. Also genau. Praktisch so. You press the button. Das kann ja nur unter einem anderen Kontext laufen. Also eine andere Kategorie. Fotografen im Körper eines Nerds sozusagen. Ja, Automatik, klick, klick. Nee, eigentlich muss man nicht. Das muss man dann bei anderen Sachen ja auch nicht dran schreiben. Oder? Ja, dann wird das einfach, das ist, glaube ich, der Ehrenkodex. Also als das anfing mit der Fotografie, haben die Fotografen dann dran geschrieben, hallo, das ist nicht gemalt? Irgendwie ja nicht, ne? Ich weiß, dass das sonst am Film zu sehen war, dass das Original da war. Ja. Ja, aber bei einer Ausstellung haben die das dran geschrieben. Hurra, das ist nicht gemalt. Hallo, das ist ein sogenanntes Foto. Es gab damals genau die gleichen Schwierigkeiten wie heute. Ja. Also die ganzen, auch diese Prophezeiung, dass die Malerei damit zugrunde geht. Oder ach so, oder, genau. Ja. Oder, dabei wird heute immer noch gemalt. Oder dieser Schweizer Unfallfotograf. Ach so, stimmt. Der, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber der... Wo dann das, sonst wurden Unfälle immer gezeichnet und dann wurden sie fotografiert und das wurde dann erstmal vor Gericht nicht zugelassen als Beweismittel. Mhm. Muss erstmal drauf kommen. Genau, ja. Weil der Zeichner ja genauer ist. Genau, der war ja vor Ort. Ach so. Die Geschichte müsste man eigentlich nochmal verlinken, ich muss das mal raussuchen. Von Dirk Prims, ne? Unser, das, genau, da ich glaube, der drin, hat, ne? Fotomenschen hat das, glaube ich, gebracht. Ne? Ja. Nee, probiere ich rauszufinden. Aber ich glaube, da haben wir auch in der Folge darüber geredet, ich glaube, weil du das als Beispiel genannt hast. Ne? Mhm. Ja, von dem habe ich auch eine Menge gelernt. Unter anderem, dass man irgend so einen Code einsetzen muss. Damit man bei im Feed landet. Ach so, ja. Ja.
Podcast-Feed. YYD. Ne? Die Podcast-Liste. Genau, Podcast-Liste. Ja. Mhm. Ja, da erscheinen wir auch jedes Mal. Im Kunstbereich sind wir ziemlich weit vorne. Weil wir ziemlich viele, also regelmäßig einen Podcast haben. Mancher, der nur alle 4 Wochen einen macht oder so, der erscheint dann halt nicht. Kann man nach gleichlautenden, das ist so eine Art Podcast-Verzeichnis. Also da hat sich mal die Mühe gemacht, alle Podcasts nach Kategorien zu sortieren und ähnliche Zusammenstellungen machen. Und jetzt sag nicht, da kommt noch sowas. Leute, die diesen Podcast gut fanden, fanden auch diesen Podcast gut. Oder so? So steht das da nicht drin, sondern es ist einfach nur eine Art Ordnung. Ja, nicht eine Rangfolge, sondern eine Ordnung. Und das jetzt mal, wenn ich diesen, also manche wundern sich vielleicht, dass ganz am Ende meiner Beschreibung im Podcast steht so ein langer Code, keine Ahnung, 80 Zeichen oder sowas. Ja. Und dann hört er sich den Feed dann raus und dann erscheine ich dann da. Es gibt sicher eine tolle Methode, du bist ja hier IT-Mensch, dass ich jetzt irgendwo im Header reinsetze, aber da traue ich mich nicht dran, weil ich habe schon ein anderes Ding von meinem alten Mailer-Programm, den Code, den finde ich nicht mehr. Aber trotzdem erscheint er auf meiner Webseite. Frag mich nicht. Ich weiß nicht, wo der Code ist. Aber trotzdem, wenn ich meine Website auch, dann stehen 2 Formulare für mein Newsletter. Mhm. Und der eine ist bei meinem Mailchimp. Den habe ich gar nicht mehr. Ich habe da alles gelöscht. Aber trotzdem erscheint das. Ich habe schon bei Squarespace habe ich schon hingeschrieben. Die finden den auch nicht. Ja. Ja, das hört man hier. Aber ich glaube hier nicht. Nee. Ja, wahrscheinlich. Ich weiß ja gar nicht, wie hat das mit dem Podcast angefangen? Habe ich mich noch nie mit beschäftigt, aber ich glaube, dass das ja auch eher so Nerds erfunden haben, oder? Tendenziell. Bevor dann Fotografen gesagt haben, wir machen auch Podcasts. Ja, da gab es ja schon 1000 andere Podcasts. Also ich weiß nicht, ob da jetzt, wer da zuerst war. Der Erste. Ist das nicht der, dieser... Ich auch nicht. Weißt du, dieser Mensch aus Berlin? Scheiße, wie heißt Berlin. Oh, vermutlich. Den der Kalle mal in Madrid getroffen hat. Ach so. Der Podcaster. Ja, da gibt es eine Sendung von mal. So, und der war der Erste? Ja, der sag mal, der ist richtig... ich meine jetzt, Podcast gab es ja wahrscheinlich zunächst mal zu einer Zeit, wo nur Nerds das überhaupt hingekriegt haben, sich das überhaupt anzuhören. Natürlich, aber die Verbreitung und, mein Gott, ne? Also das Ding aufzunehmen und dann irgendwo... einzutragen, weiß ich jetzt auch nicht. Ah, guck's jetzt nach. Sehr ja, gut. Mal gucken. Ja, wir googeln. Der erste Podcast, oder? Ja, genau, guck mal nach. Das ist ja hier ein Bildungskanal. Ne? Ja, genau, wir wollen das ja. Er wartet jetzt nicht auf mich. Doch, doch. Ich bin nicht der Schnellste im Tippen. Ach so. Macht dir keinen Stress, aber wir warten noch. Goggle. Aber es ist schon mal gut, dass Wiki die 52 ganz oben steht. Siehst du mal, ne? Allererster Podcast, jetzt kittet. Also im Prinzip kenne ich durchaus immer noch Leute, die das Wort Podcast zum ersten Mal hören. Hm. Die gibt es halt auch noch. Ja. Eber Linden. Okay. Nennt seinen Podcast zu Recht Audioblog. Mhm. So hieß das früher. Denn der älteste Podcast der Welt ist viel mehr Blog als irgendetwas anderes. Und wann war das? Steht da nicht? Ja, das steht hier nicht. Also. Ja. Scheiß Google. Was ist denn das hier überhaupt von Kanal? ...2004 scheint es okay gewesen zu sein. Ja. Sein. Ich wüsste jetzt nicht... 20 Jahre her. Ja. Ich hätte jetzt müsste selber mal googeln. Ich weiß nicht, seit 10 Jahren habe ich so ein Podcast, also so iPhone-mäßig, da war die Podcast-App dabei und dann hat man noch reingehört. Seit, keine Ahnung, was habe ich Handy? Ja, bestimmt. Also seit 2008 oder 9, nee, das stimmt, da bin ich doch schon länger dabei. Aber es sind wahrscheinlich auch so nette Kleinigkeiten, die das dann befördern, dass zum Beispiel so ein Endgerät auf einmal das mit drauf hat, ohne dass die Leute das installieren. Wie ist das denn sonst? Ne? Also, bei Thomas Baumgart haben wir das auch aufgezeichnet, ne? Dem habe ich gezeigt, dass es dein Handy eine App hat, genau. Dann war das im Nachgespräch. Also wir haben ihm das gezeigt. Wir haben im Nachgespräch, genau. Das war das Nachgespräch. Ja, sagen, wo kann ich euch denn jetzt hören? Genau. Hat, ne? Oder auch uns. Wann kommt denn das? Genau. Ja. So, dann haben wir ihm das gezeigt und da habe ich auch gesehen. Hab ich die App aufgemacht und dann WP 52, da geht das. Ja, und der hat halt auch ein Apple gehabt und der hatte das vorinstalliert. Ja. Gut, der hat ja auch eine Assistentin. Also, und haben wir jetzt schon wieder... Ja, die Assistentin, ihr habt dann auch da ziemlich viel rumgespräht. Ja. Wovon spreche ich? Ja, die Assistentin hat uns mit Kaffee versorgt, weil er kam ja zu spät, er kam ja etwas verspätet, er hat mich aber vorher angerufen. Weil er beim RTL noch ein Interview haben musste. Hat gesagt, ich muss das RTL noch reindeuen, aber ich komme pünktlich zu euch. Da habe ich ihm ja gesagt, da hast du ja genau die richtige Priorisierung getroffen. Ne?
Mhm. Also dass wir mindestens genauso wichtig sind wie RTL. Hat er gelacht. Ja. Und wir durften Putin am Klo gucken, ne? Erdogan. Herr Putin war immer mein Blick, als ich da hingeguckt habe. Da war der mit seiner Bananen. Putin haben wir ja auf dem Selfie integriert. Genau, ja, da ist er drauf. Ja. Stimmt, Erdogan. Erdogan saß auf dem Klo. Ja, aber da, siehst du, das, zum Beispiel ist das auch jemand, der kannte das halt vorher nicht. Und da gibt es noch viele von der Sorte, die das einfach nicht kennen. Tja, und was macht man da? Ja, so wie wir. Das war ja praktisch eine Missionierung dann. Ja, ne? Muss man jetzt jeden besuchen. Aber auf meiner Webseite kann man das auch ohne Dingsbums, weil ich habe da den Download immer, stelle ich extra zur Verfügung. Aber ich habe noch nie kontrolliert, ob da jemand draufklickt. Das also jemand, der jetzt nicht Podcast-minded ist und nicht IT-minded, hört er sich im Browser so 40 Minuten an? Eigentlich nicht, oder? Also es ist ja nett, dass du das da anbietest. Aber ich mache das, falls irgendwie Podcaster irgendwann mal sagt, ich mache es nicht mehr. Oder sonst was, dann habe ich das wenigstens da stehen. Weil ich habe mal eine andere Maske genommen, das kann man ja über so ein iFrame-Ding da integrieren. Ja, ja, klar. Und der war mal plötzlich nicht mehr da. Der war nämlich sehr komfortabel. Ne? Dann, und jetzt, seitdem ich bei Anchor bin, also Spotify-Tochter, der bietet das Ding dann an. Weil von denen glaube ich nicht, dass sie so schnell das mal nicht machen. Aber die hatten auch mal eine ganze Zeit lang, da war dieser Code gestört. Da hat der gar nichts angezeigt. Da habe ich in der Nacht- und Nebel-Aktion alle nochmal aktiviert, weil ich dachte, muss ich jetzt bezahlen für den Scheiß oder sowas, dass das wieder funktioniert, weil ich finde das super komfortabel. Also wenn ich dann, da brauche ich ja immer nur meine Webseite, dann oben steht dann immer der aktuelle, das geht automatisch. Den in der Sendung, den muss ich immer per Code noch extra da einfügen. Also warte ich dann immer um 7 Uhr morgens, also am Samstag, wo der rauskommt. 5 Minuten vorher geht er bei Spotify online und da kriege ich den Code von dieser Sendung und dann füge ich den da ein. Ja, das ist auch noch die Nebenbei. 7 Uhr morgens. Ja, 7 Uhr morgens. Jetzt weiß ich auch, warum ich keinen Podcast mache. Ich kann auch jede andere Zeit. Ne? Aber ich weiß dann, dass ich so einigermaßen wach werde und das ist eigentlich nur so ein Klick und Dingsbums. Ne? Aber ich muss halt beide Programme aufrufen, den scheiß Code kopieren. Ja. Ja, auch immer ein Spaß. Arbeit. Wie viel Menschen den Podcast über Spotify hören? Kannst du rausfinden, oder? Weißt du? Da sind mehr Apple und dann kommt gleich Spotify. So. Und dann kommen noch ein paar, die irgendwie RSS und sonst was machen. Also irgendwelche anderen du hast ja auch Pocket oder wie das Ding. Ja, ich komme ja als alter ITler, ich höre ziemlich lange schon Podcasts und ich mache das halt mit der dafür vorgesehenen, wie heißt das, Podcatcher. Genau. Also das sind halt Apps, da gibt es verschiedene, die machen genau nur das. Die sind auch dafür gemacht worden. Den muss ich so, alle einzeln die Erlaubnis erteilen, dass sie das abgreifen dürfen. Ja, es ist eigentlich ein bisschen verrückte Welt, weil es ist eigentlich genau umgekehrt. Also die Apples und Spotify sind, wie sie alle heißen, die kamen ja Jahre später. Ja. Die haben ja praktisch... Aber nur die anderen da, die haben manchmal keine Einnahmequellen und sonst was, und dann gibt es sie manchmal wieder nicht. Ne? Also da gibt es Pocket Cast. Ja, und die sind halt manchen Leuten dann wieder zu nerdig. Obwohl ich finde jetzt die eigentlich auch nicht nerdig. Wenn du weißt, wie der Podcast heißt, tippst es da in so eine Suche ein, dann findet der das auch meistens. Ich muss die alle rausfinden, suchen und denen meinen Link geben. Weil ohne mein Dings finden die mich nicht. Ja, gut, aber das ist ja dann... Ja. Aus historischen Gründen, also ich meine, man sollte schon die Leute bedienen, die das so machen, wie der Ursprung ist. So. Ach ja. Naja, du machst das schon. Ja. 7 Uhr morgens. Kriegst du da, wie heißt das im Tarifbereich, Lästigkeitszulage oder so ähnlich? Was? Lästigkeit? Doch, es gibt es im Betrieb, wenn du hier Maske tragen musst oder wenn du irgendwelche Schutzkleidung, Lästigkeitszulage. Wie Latschengeld bei der Post, als Briefzusteller. Ich meine, das heißt lästig, muss ich mal nachholen. Oder Schwellengeld bei den Leuten, die an Bahnschienen langlaufen. Nein, ich verdiene nichts daran. Obwohl mich Spotify, bzw. Anchor, also Spotify ist das jetzt, mich immer wieder daran erinnert, ich kann das Ding ja monetarisieren. Muss ich dann ein Abo-Modell draus machen. Das machen die wahrscheinlich völlig selbstlos, ne? Nein, die kriegen da 10% oder was weiß ich. Ne? Man ist ja auch okay, also das dafür, dass das nichts kostet. Es gibt nämlich genügend, da müsste ich erstmal einen Zehner reinwerfen, damit die mich da hosten. Für nichts. Ne? Und die sagen selber, das ist so wenig, ne? Wir haben so viel Datenvolumen, dann ist diese Podcast, ist Pillepalle dagegen. Ja. Und ich verstehe auch, dass die da ab und zu mal sagen, ne, du, ich weiß nicht, keine Ahnung, jetzt habe ich, glaube ich, 18.000 Downloads oder sowas. Und sage, okay, das ist was wert, ne, aber da habe ich keinen Bock drauf. Dann hören vielleicht, also ich selber, bezahlst du für irgendwelche Podcasts Geld oder gibst du jemandem irgendwas?
Hast du irgendeinen Podcast, wo du sagst? Nein, du weißt, was ich meine. Man kann ja auch, gibt ja auch bezahlte Podcasts, ne? Ja, die sagen, die irgendwie, dass sag mal, die wertvollsten Folgen gegen Geld sind. Ne? Also, das gibt es auch. Es gibt aber jetzt so eine Mischform hier, der Kurt Krömer. Mhm. Der Kurt Krömer, der hat ja dann immer so einen lustigen Gast und die albern dann da rum. Mhm. Ja. Und dann machen die nach, ich glaube, 45 Minuten oder sogar 30 Minuten, machen die Schluss. Okay. Und sagen, den anderen Teil gibt es, pass auf, den anderen Teil gibt es bei Amazon Prime. Ja. Ist ja wieder ein anderer Anbieter. Der bietet auch Podcasts an. So, und da kriegst du dann, du kriegst das eine Woche früher und du kriegst den kompletten. Das heißt, das ist auch wieder ein Werbemodell, dann in dem Fall für Amazon Prime, wenn ich es jetzt richtig weiß. Mhm. Ja, das ist so eine Mischform. Und dann sage ich immer, ja, danke schön, ist mir viel zu unbequem. Ich fange jetzt nicht an, wie geht das mit Amazon Prime, will ich nicht. Dann hast du nur noch Amazon Prime. Ne? Also, so, dann höre ich halt die 30 Minuten, fertig. Alles ja auch. Also ich habe Amazon Prime, ich könnte das auch hören, aber das ist für mich ein anderes Gerät dann wieder, ein anderer Vorgang. Ja, das stimmt. So, wenn ich da... Obwohl Prime kannst du auch hier als Musikplayer, ne? Also das kann man da Amazon Music, kannst du das dann auch machen. Ja, aber ich höre halt Podcasts meistens, wenn ich... Ja, ich habe da so eine Gewohnheit. Ich mache das beim Küche aufräumen oder beim Autofahren. Aber das ist aber dann ein guter Trick, glaube ich. Also von Amazon und vom Krömer auch, dass der da seine fünfstellige Summe kriegt oder was? Also, dann denke ich mal, da dürfen die richtig bezahlen für. Ja, und das macht ja Sinn, wenn du jetzt so ein totaler Fan bist, dann machst du das natürlich. Ja, oder halt so Böhmi und Dingsbums da, ne? Die Schulz, ne? Die Flauschigen, die, wie heißt die nochmal? Die kenne ich nicht. Ja, was mit Fest und Flauschig. Fest und Flauschig. Genau, ne? Ja. Die haben ja auch exklusiv bei Spotify. Okay. Ich glaube, es war auch umsonst, ne? Aber die sagen, nee, das geht da aber irgendwo anders hin, ne? Und ich meine, Böhmi macht es ja sicher auch nicht für eine Banane oder sowas, ne? Also, ja. Nee. Also ich finde, da müsste schon viel passieren, dass ich das bezahle, weil die Auswahl ist so unendlich groß. Ja, ja. Also wenn ich da nichts finde, dann habe ich eigentlich... Nee, wenn wir so eine Anleitung für Fotobuch oder was ich machen würde, also die dann so viel wert ist, ne, dass da einer, keine Ahnung, Fünfer reinwirft. Ja, und dann der Sponsor ist von Cewe. Irgend so ein Scheiß. Ne? Aber da will ich mir ehrlich gesagt keine Gedanken darüber machen. Das ist mir zu anstrengend. Das habe ich vorher im Beruf die ganze Zeit gemacht. So Finanzierungsmodelle und Partnerschaften und sonst was. Obwohl ich mich da so ein bisschen reizen würde. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum ich dafür wirklich Geld bezahle. Aber einerseits, wenn das so wertvoll ist, ist ja wie ein Workshop dann. Ne? Aber andererseits will man auch die Person dann sehen. Genau. Ne? Also ich glaube, wie du schon sagtest, ne? Workshop ist Person, ja, genau. Ausstrahlung, Umgang, Aura oder was, wie man es nennt. Ja. Also wobei, natürlich, ein bisschen davon hast du bei Podcasts ja auch. Ne? Also das zum stimmt. Beispiel bei mir ist es wirklich so, ich höre manchmal auch Podcasts, ne, die jetzt nicht Weekly 52 sind, nur weil mir einfach die handelnden, also die sprechenden Personen gefallen. Weil die eine angenehme Sprache haben, auch weil die eine angenehme Stimme haben. Ja, angenehme Länge vielleicht. Ja, und dann, es gibt sogar Sachen, die höre ich dann gerne, auch wenn das Thema mich nicht 100% interessiert. Ja. Einfach weil, das ist ein schöner Klang und ich mag das dann halt. Also bei jeder Jack anders. Aber das stimmt. Nee, ich könnte auch niemanden hören, der so Mickey Mouse mäßig oder sonst was. Ja, aber so eine Aura klingt halt auch auf der Tonspur gebremst durch. Aber eine Präsenz ist natürlich was anderes. Ja. Klar. Man muss immer denken, das wird im Auto gehört. Also, oder ne, in der Bahn oder sonst wo. Ne, Wasch eine bitte. Wir? Nein, ich höre gerade Podcast. Genau. Ah, der Podcast. Ja, dann ist gut. Der Bahn-Podcast. Also für mich ist so ein Podcast auch dann interessant, wenn ich zum Beispiel obwohl ich gerade was tue, also Autofahren oder Spülen oder so, und das so interessant ist, dass ich dann das nochmal genau verstehen will und nochmal eine halbe Minute zurückspulen, dann ist das eigentlich ein toller Podcast. Das stimmt, ja. 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 Gut, ich höre ja jeden Podcast mindestens zweimal. Da ist man schon gut beschäftigt. Aber so vielfach auch, wenn ich meine Runde drehe oder sowas, habe ich auch so ein Ding im Ohr. Ja, genau. Ja, den Sean Tucker, den habe ich auch 10-mal gehört. Also, wir haben das ja aufgeteilt. Ne? Ja. Ich habe meinen Teil locker 10-mal gehört. Ja, der macht keinen Podcast, ne? Der macht nur seine Videos. Ne? Der macht Videos, Podcast habe ich nicht. Ja. Nee, oder nicht? Ja, der ist schon klasse. Der war doch auch letztens in Deutschland, meine ich. Ne? Irgendwas war da, meine ich, hätte ich mitgekriegt. In Hamburg war der vom Kollektiv Between Worlds, da war so eine Ausstellung, da wurde er eingeladen. Okay. Ja.
Ja, der macht auch Workshops, aber ein Workshop von dem ist, der ist super exklusiv. Da geht er irgendwie nach Italien oder sowas, irgendwo in eine Gegend. Da kommen, glaube ich, nur 10 Leute. Das war richtig, richtig teuer, weil da irgendwie, keine Ahnung, 3-4 Tage mit super gutem Essen. Also scheint wohl gesagt, ach komm, ne, lass mal Toskana. Machen wir das mal. Wenn du da schon ein Video darüber von ihm? Nee, so war mal eine, ich glaube, ich bin da in dem Verteiler drin. So. Ne, und ich habe mir ein paar Sachen bestellt und dann dachte ich, oh, super Auction, oh, ja, exklusiv und dann da, da, da und schöne Gegend. Und dann dachte ich schon, oh, jetzt kommt aber, ne, und Weinauswahl. Und du durch, oh, jetzt sind wir im guten vierstelligen Bereich. Ja, 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 das war. Ja klar, ich meine, der kann sich die Fans ja aussuchen. Ne? Also der kriegt seine 10 Leute immer zusammen. Ja. Ne? Also auch super Hotel. Ja, also alles war mit dabei. Also so gesehen war es jetzt nicht super teuer. Mhm. Aber ich meine, irgendwo habe ich eine Schmerzgrenze. Ne? Also da. Ja, ich finde auch manchmal, das macht ja auch was mit der Reise selbst. Mhm. Also jetzt ist das vielleicht nicht ein super Beispiel Italien, aber wenn du so ein ganz exotisches Land jetzt nimmst und Bock darauf hast, in diese Exotik einzutauchen, ist das ja eigentlich sogar fast schon falsch, in so 7-Sterne-Hotels abzusteigen. Ach so, mein, ja. Verstehst du? Also man muss ja nicht jetzt unbedingt, wie ich das auch mal gemacht habe, so ganz, ganz einfach und ganz billig. Ne? Mhm. Dann wird es halt anstrengend, dann hast du halt mal keine Dusche und kein ordentliches Essen, aber dann bist du ganz nah an den Leuten dran. Ja, ja, ja. Also ich würde bei einem Land, was ich noch gar nicht kenne, so ein Luxusding, jetzt mal, wenn er das Geld jetzt mal völlig außer Acht lässt, fände ich eigentlich den falschen Ansatz. Ja. Weil dann hast du nur mit geschniegelten Bediensteten zu tun. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt das Ding war. Sagen wir mal, war das Sahnehäubchen obendrauf, ne? Dass man da auch noch, ne, sagen wir, ausgewählte Bio und einer schönen Gegend. Ne? Das ist alles einfach perfekt. Ja, ja, ne? Ich glaube nicht, dass das jetzt der höchste Anspruch war, aber wirklich, wo ich jetzt drüber nachdenke, ja, dass man dann auch unter seinesgleichen ist, weil man da ja, sag mal, ich will jetzt nicht auf den Preis, das war vielleicht blöd gerade. Also das ist es sich allemal wert, glaube ich. Allein schon, wenn man ihn mal sehen will und persönliches Gespräch führen will, weil der hat ja auch so philosophische Gedanken und sowas. Ja. Dann ist das sicher allemal wert. Nur ich bin jetzt nicht der Typ, wenn ich jetzt 3-4 Tage immer dieselben Leute um mich rum habe. Das verstört mich so ein bisschen. Also dann muss ich mich. Ja, nee, ich will jetzt nicht Animateur sagen, aber dann steht da einer, da sicher nicht. Das ist jetzt sicher das falsche Beispiel. Ne? Aber sagen wir mal, wenn so eine Gruppe von 10 Leuten da ist oder sowas, ne, die irgendwo hinfahren und dann gibt es ja so einen Plan. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mich da so wohlfühle, wenn er sagt, 3 Uhr aufstehen, ne, wir wollen den Sonnenaufgang. Ne? Also man weiß es ja, wenn man es gebucht hat. Ne? Aber dann kommt dann wieder ein Ding. Würde ich direkt beim Abendessen fragen, was ist genau mit wir jetzt gemeint? Wenn wir um 3 Uhr aufstehen wollen. Ich glaube, da gibt es ja genug Fans, die sagen, nee, komm, sonst raff ich mich nie auf. Ne? Aber wenn da nur so ein Nörgler oder so, da würde ich mich aufhören. Ja, also man kann es ja vorher lesen, vielleicht auch im Programm. Ne? Ja, ja. Also ich wäre so ein Typ, der würde dann natürlich sagen, ja, ist nicht meins. Aber ich mache das auch gerne dann. Ich nutze dann eher die Gruppe so als Arschtritt. Also ich finde das dann cool eigentlich, dass man sagt, da sind welche dabei und dann machst du jetzt einfach mal mit. Ja. Hättest du sonst nie gemacht. Dynamik kriegt, das glaube ich. Ja, genau. Ne? Vielleicht noch ein paar Nette dabei. Ne? Also dieser Gruppenzwang, der ist ja auch positiv. Das stimmt, ja. 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 Ja, Anregungen holt man sich da bestimmt. Andere Sichtweisen und so. Ja. Ja, ich glaube, ich muss mich da so ein bisschen aufraten. Ich habe so echt teilweise so ein. Also, ich hatte das im Hinterkopf. Ich habe das noch nie so erlebt. Ich habe einfach nur Angst davor, glaube ich. Ne? Also, ich habe das immer wieder mal so erlebt: dieses Hallo, da machen wir den Sonnenaufgang. Und dann habe ich dann immer so. Aber wenn du es dann gemacht hast und da stehst, ist es dann doch geil. Ja. So. Ja. Aber ist ja noch ein Unterschied, ob du das jetzt 3-4 Tage machst oder einen Tag. Ja. Also, ein gutes Beispiel mit 3 Uhr morgens Sonnenaufgang. Ja. Oha. Wie ist nochmal der vom Harz, der. Ludger Weber. Weber. Luca Weber. Luca Weber. Genau. Der war ja auch ein Typ, ne? Also auch so, ne? Dieses alleine losgehen, das ganze Equipment dabei, ne? Und dann weiß er genau die Stelle, wo dann der Nebel über den Berg zieht und der Fernsehturm auch noch zu sehen ist oder so ein Schornstein oder was weiß ich, ne? Und dann trotzdem immer die Dinger da hinkriegt. Also manche sagen, benutze die App Fotopilz. Ja, die kenne ich, ja. Die benutze ich schon mal, um dann zu sehen, wann wo die Sonne steht, um dann ein Foto zu machen. Ja, wo dann Schatten ist, das wo ist keiner dann, ist. Ne? Genau. Ja. Wir fahren jetzt nächsten Monat nach Hamburg für 2 Tage, übernachten in der Seemannsmission. Ach.
ganz schön, habe ich letztens gefrühstückt. St. Pauli, ne? Und das ist unten an dem Elb. Ja, genau. In Holzhafen da gegenüber, ne? Ja. Und da habe ich mir schon geguckt, wenn da morgens die Sonne, wie die steht, um 8 Uhr. Ja, und haben wir ja auch Fotopilz. Ich habe Sun Surveyor oder so. Ja, wahrscheinlich so ähnlich. Habe ich sogar bezahlt. Ist Fotopilz kostet auch einen Zehner. Ja. Aber nur einmal, ne? Die hat auch ein paar Euro gekostet. Ja, finde ich aber allemal wert, ne? Für die goldene Stunde und was man mal zu planen, genau, wann die Sonne so steht, sonst läuft man immer durch die Gegend und. Das wäre es gewesen, ne? Manhattan Gate, da hat er um 10 Minuten verpasst. Genau. Ja, da gibt es ja so. Das ist ja das Schöne bei der Fotografie. Es gibt so spezielle Ecken hier. Der Sportfotograf, der Lukas, den wir mal hatten in der Folge. Ja. Schulze. Genau. Schulze, der hat auch mal dieses Foto gemacht und das kannst du nur zweimal im Jahr machen. Mhm. Im Bergischen Land gibt es eine Stelle. Ach so, Sonnenblende wahrscheinlich. Ich weiß nicht genau, wie das zusammenhängt, aber da hast du halt die beiden, also ganz, ganz weit weg, brauchst ein starkes Tele. Dann hast du die beiden Spitzen vom Kölner Dom, mittig genau den Fernsehturm noch so herausragend. Das hast du natürlich immer an der Stelle, die bewegen sich ja nicht. Nee. Aber du hast nur 2 Tage im Jahr, wo mittig ist. Ja. Ne? Also die geht dann von dem einen Domspitze bis zur anderen Domspitze über den Fernsehturm. So. Wahnsinn. Ja. Das ist irgend so ein komisches Stück Acker. Da stehen dann auch massig Fotografen dazwischen, über die das schon kennen. Platt getreten. Ne? Und das ist ein total tolles Bild. Und das hat dann, weiß ich, wann wir den Lukas hatten, wie lange ist das jetzt her? Davor war das. Das hat dann auch ein mitbewerbender Kollege, ich meine, das ist ja ein Profi, der Lukas, ne? Der hat es dem Express gegeben und der hat das, glaube ich, sogar, Seite 3 oder Titelseite. Ja. Das ist ein Bombenbild. Ja, klar. Das kannst du heutzutage natürlich aus Baldowern. Das stimmt, ja. Weil es ist noch nicht fotografiert. Und wenn ja, von wem? Wenn du danach gehst, dürfst du fast kaum mal ein Foto machen. Nee. Das aber es gibt eben so, Sehenswürdigkeiten oder so, die sind ja schon en masse fotografiert. Aber so ein Sweet Spot, ne? Das ist schon, ich glaube, schon, dass der ganz stolz war, ne? Also, dass es da. Ja, der Lukas hat dann, der hat es wahrscheinlich versucht, dann besonders perfekt oder besonders sonst irgendwas. Vielleicht ist ja noch ein Turmspringer da durchgekommen oder sowas. Ja, genau. So ein Vordergrund. Also ich finde das jetzt auch nicht so. Heißluftballons im Hintergrund ziehen hoch. Wenn ich das noch nicht gemacht habe, man macht ja auch trotzdem Erfahrungen dabei. Ja, also auch wenn man das jetzt in Gänsefüßchen nachmacht. Genau. Also Lukas hat da, glaube ich, auch sogar Probleme und hat gelernt, 600 mm. Genau, der hatte ein Learning, der hatte so eine Unschärfe drin und hat dann, ist ja Nikon Ambassador, der hat dann noch gemoppert bei Nikon und irgendwann ist er drauf gekommen, da ist halt so viel Luft zwischen, da muss es auch nicht warm sein, das flimmert halt. Das stimmt. Kann man dann auch lernen. Ne? Ja. Also kann man natürlich auch vorher wissen, aber kann man auch lernen dann. Ja. Also mit 600 mm war es so ausgefüllt. Der hatte irgendwie sogar noch einen Konverter drin. Weiß ich nicht mehr. Ja. Der hatte dieses sehr, sehr teure, da dieses fünfstellige von Nikon hatte der. Und es flimmert. Der bietet die, glaube ich, auch an zum Kauf. Und da siehst du das halt. Da ist eine leichte Unschärfe drin. Die geht aber halt nicht weg. Ja. Die ist halt so. Ja. Tja. Die hast du mit dem menschlichen Auge aber auch, wenn du da eine Vergrößerung eingebaut hast. Wahrscheinlich musst du dann ganz früh morgens, ist ja wie bei den Heißluftballons, ne? Die brauchen auch diese Thermik oder sowas, ne? Dass das funktioniert, dass da noch kein Flimmern ist. Ja, aber für das Bild gibt es auch, glaube ich. Ne? Ja, wenn die Sonnen auf unter. Ja, das geht im ich will nicht sagen Sekunden, aber im halbminütlichen Bereich bewegt sich dann wieder weg. Also kannst du da keine Rücksicht drauf nehmen. Musst ein Jahr warten. Ja, irgendwie geht das, glaube ich, zweimal im Jahr. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Egal. Ja, dann sehen wir dich da bald stehen. Ne? Kannst du berichten. Ja. Irgendwann mache ich das auch mal. Ja. Also ich finde das nicht schlimm, solche Sachen nachzumachen. Nee, weil man lernt immer was dabei. Nein, also gerade, was weiß ich, hier das komische Thomas Leutert-Bild da hinten in der Ecke. Ne? Mit den Bahnen. Auf der Dings, am Bahnsteig, Landungsbrücken. Ne, da hinten habe ich das auch nachgemacht. Ach, das ist ja. Ich wollte gerade sagen, weil für mich, ich sehe ja immer den Chibum. Also im Original ist das ja für mich der Chibum-Mann, weil er da so einen Hut hat. Der Hitchcock. Ja, für dich ist der Hitchcock, für mich ist der Chibum-Mann. Ja, ist ja das gleiche. Mit der Melone auch. Ja, genau. Ich musste heute im Bahnhof Osnabrück kurz daran denken, als ich so einen Typen da stehen sah. Nee, stand nicht, der packt halt seinen Koffer. Der muss sich jetzt mit diesem blöden Koffer da hinstellen. Dann kann ich das Foto machen. No, schubst du aber nicht.
Ja, aber dann, ich wusste auch, dass es Landungsbrücken war, aber ich war erst am falschen Bahnsteig. Wie konnte das passieren? Hast du nicht verstanden? Ich habe gedacht, irgendwie sieht das anders aus. Ne? Dann bin ich dann, scheiße, das ist ja die andere Seite. Ne? Ja. Und dann sah ich den Typen da schon stehen, stand, verfluch, ich komme jetzt keine Bahn runterraufen. Gut, aber ich habe jetzt über den Chibo-Schrägstrich Hitchcock habe ich natürlich gesehen, dann im zweiten Blick, dass es nicht das Original ist. Nee, das ist mein Bild. Ja. Ja. Aber sonst habe ich, glaube ich, noch nie einen nachgemacht. Also das. Ja, dann kannst du, wie du schon sagst, dann kannst du gar nichts mehr fotografieren. Also dann durfte ich keine Sonnenblume mehr fotografieren, weil das hat ja schon mal jemand gemacht. Das ist ja totaler Unsinn. Sonnenblumen? Mensch, Sonnenblumen, Gänseblümchen. Nee. Macht ihr denn auch also Ausdrucke oder sowas? Hängen bei dir in der Wohnung hängen? Ja, aber nur, also bei mir hängen nur wenige und die werden auch nur alle Jubeljahre mal, also ich mache da ganz wenig, ist eigentlich falsch. Ja. Ich habe jetzt neulich wieder, weil ich dann tatsächlich auch der analogen Fotografie anheimgefallen bin, nach vielen, vielen Jahren. Oh. Also ich habe halt einen Kumpel, so einen positiv Verrückten, liebe Grüße, ja, der war immer schon auf dem Hasselblatt-Trip und immer auf dem Analog-Trip und der hat auch wirklich ein fest eingebautes Labor bei sich zu Hause. Also der muss jetzt nicht hier Badezimmer zusperren, der macht das so. Und der legt auch sehr viel Wert auf, wie sagen wir, Präzision und Stäubchen weg und so weiter. Okay. Und der macht das richtig toll. Und der hat halt meinen Sohn und mich nochmal eingeladen. Da sind wir einen Tag lang analog fotografieren gewesen. Und dann hatte die Entwicklung gemacht. Und dann haben wir uns ein paar Wochen später zum Abzügemachen getroffen. Okay. So, und davon habe ich dann wieder eine Digitalisierung professionell machen lassen von einem Bild, was mir gefallen hat. Und das habe ich dann tatsächlich wieder für so semi-teuer hier, wie heißt das, Polyacryl-Gedöns. Ach so. Weil das jetzt mal nach langer Zeit mal wieder ein analoges Foto war. Ja, okay. Was ich auch schön fand, das hängt jetzt da. So, und das passiert aber alle Jubeljahre. Ja. Ist nicht, zum Beispiel bei dir hängen die auch schon so ein bisschen enger als bei mir. Ich habe auch fast nichts hängen. Doch, das habe ich eigentlich schon immer. Ja. Also alle 4-5 Jahre wechsle ich mal aus. Für mich ist das echter Steib immer das da. Man sieht auch mal da vorne, da war mal ein anderes Bild, aber dann der Schatten von der Heizung da, die Ränder. Aber sonst, nee, ist okay. Aber ich habe halt ein paar Lieblingsbilder. Ja, manchmal habe ich auch einen Kalender. Siehst du, dass das rausgerissen war, aber der Druck war so gut. Ja, da spare ich ja. Und da siehst du ein bisschen Griff. Das ist ja gar nicht von dir. Doch, natürlich, das sind alle von mir. Ach so, das ist von dir und aus dem Kalender. Ja, ich habe mal einen Kalender gemacht, mal einen Street-Kalender, mal einen Kalender nur von Campen, also 12 Bilder von Campen. Verstehe. Da habe ich so ein paar verschenkt. Ja. Ne? Ja. Aber sonst. Einfach bei DM oder sonst was ausgedruckt für 5 Euro oder sowas. Ne? Also da mache ich jetzt nicht wie Viralle da für 40, 70, 80 Euro oder was. Ne? Solche Bilder tue ich auch bei mir zu Hause selbst aus. Also nee, ich habe keinen Drucker. Ja. Das ist mir echt, da mache ich keinen Drucker für. Nee, also für 5 Euro, wenn ich das da super ausgeprintet im guten Papier. Nee. Ach, das dreht doch. Das steht ja auch also, alles. Ja, irgendwann wälzt sich das auch, oder? Nee, ich ziehe das mal. Ich klebe das auf Kappa Fix. Ach so, okay. Ja. Und dann hält das ewig. Ja, du bist ja auch ein Fuchs. Nee, das ist ein normaler Drucker. Also, okay. Ach so. Nee, ich kriege das nicht hin. Also, dann müssen wir eigentlich zusätzlich zu der Rahmenfolge auch noch einen Druckaufgabe machen, vielleicht. Und eine Fotobuchfolge. Ja, ein Fotobuch machen wir nächstes Mal. Die Folge können wir ja dann Druckerkolonnen nennen. Druckerkolonnen. Wir haben eine Stunde voll. Aber ich wollte mal sagen, absolut analog. Apropos analog. Ich habe auch noch im Kühlschrank so richtig viele Filme da drin liegen, aber ich habe im Moment nicht so den Dreh, analog zu fotografieren. Analog oder was? Ja. Okay. War jetzt schließlich ein bisschen der Kreis mit dem Reisen, war jetzt bei mir auch wieder so ein Mini-Gruppenzwang. Da haben wir gesagt, ja, ist ein alter Kumpel von mir und mein Sohn, dann machen wir das als Happening und dann. Ich würde jetzt wahrscheinlich selber einfach nur so, hallo, wir nehmen jetzt mal eine analoge Kamera, einen analogen Film und spazieren mal selber los. Wüsste ich jetzt auch nicht. Also. Ich habe letztens einen Film zu Urban Film Lab, sind ja hier in Kleve, ne? Ist ja nicht so weit von hier, geschickt. Der Lager stand schon über ein Jahr bei mir im Regal, belichtet im Regal, ich wusste gar nicht mehr was drauf.
Vor 2 Wochen habe ich da die Scans bekommen. Ja. Ich habe ja von der Beate Knappe, liebe Grüße, die hat mir 7-8 Stück, die sind bei ihr in so einer Schublade vergammelt, ne? Also nicht Kühlschrank und weiß nicht mehr genau, so zwischen 10 und 15 Jahre alt, okay. Farbfilme. Oh ja. So, und da rechne ich so ein bisschen mit LSD-Effekten. Aber muss da habe ich ihr natürlich versprochen, muss nicht, aber wie dem auch sei, aber da habe ich ihr versprochen, da muss ich natürlich irgendwann ihr die Ergebnisse zeigen. Ja. Also habe ich da so einen gewissen Druck. So. Aber bei besagter Session hier mit Rainer und Sohnemann war ein Schwarz-Weiß angesagt. Ja. Ich habe ja gleich mal darüber gesprochen, in Wien gibt es diese Grätzl-Walks. Grätzl heißt Fädeln für Kiez. Ach so. Also die Stadtteile werden dann gefördert und dann macht ein Team, also ein Führer dabei und dann werden analoge Kameras ausgeliehen. Teilweise sehr alte, so mit Rollenfilmen noch, also wirklich richtig schwere Dinger. Mhm. Wird alles umsonst, also die Filme sind umsonst, die werden gestellt und hinter die Entwicklung. Du kriegst es hinter digital zugeschickt, also nach 1-2 Wochen, wenn wir die Zeit dafür haben. Und das fand ich total spannend. Ich habe nämlich, ich glaube, habe ich erzählt, meine allererste Nikon-Kamera, also damals noch Normalfilm, die habe ich da wiedergefunden. Und ich habe wirklich alles wieder blind dabei gehabt. Und ich denke, und da war noch so ein Motor, der hat das erstmal alles so rückgespult und sowas. Und ich denke, ja, da war lustig. Aber die wollte ich dann nicht nehmen. Das hatte ich doch von Beate auch berichtet. Ne? Der hat ja auch irgendjemand so eine analoge Kamera in die Hand gedrückt. Und die war ja immer schon zeitlebens professionell und die hat gesagt, das war irre, was meine Finger da gemacht haben, ich wusste gar nicht. Genau, die haben das einlegen und du weißt ganz genau, wo der Punkt war, ne? Und dann und ich habe jetzt dann, früher hat man ja auch intuitiv gewusst, wie viel noch drauf waren. Ne? Ja, man konnte so einen kleinen Schieber gucken, ne? So einen Brotfilter-Schieber. Aber das war schon, aber wie gesagt, wenn du da mal sowas machen willst, dann. Aber wie haben die das denn dann finanziert? Also das ist von Stadtteilförderung. Okay. Weil da wird ja eigentlich die Führung wird ja gemacht. Ne? Ja, und dann werden dann Bilder gemacht. Da wird darüber erzählt, wie schön der Stadtteil ist oder was da besonders ist und so weiter. Und der Führer geht ja jetzt nicht an die grottigsten Stellen, sondern sagt dann, hier sind da noch die Graffiti. Der Typ ist das, der macht die Führung. Wo man diesen Tomaschke, der macht das. Deshalb bin ich an den gekommen. Weil sogar Filmkost ist ja mittlerweile, kostet ja auch ein paar. Ich bin überrascht. Dann kannst du hinterher noch in die Dunkelkammer gehen. Das war echt lustig, so ein Erlebnis. So eine Rolltür war das, also so ein Lichtschleuse. Lichtschleuse. Und dann konntest du dann gucken, da lagen die ganzen Chemikalien. Hier ein bisschen schütteln und keine Ahnung. Normalerweise war das mit drin, aber waren einfach zu viele. Sonst hat er gesagt, dann mache ich, wenn nur 5 Leute da sind, dann wird dann auch noch vor Ort belichtet und du kannst dabei zugucken. Und das, aber so dieses Gefühl. Also, ich weiß nicht. Also, das ist mir dann zu verspielt oder zu ich würde nicht wieder auf analog, also ich würde auch keinen Spaß dran finden, muss ich ganz ehrlich sagen, also dann dieses Warten, Abgeben, dieses Beschränken, das fand ich noch okay, du weißt genau, 36 oder 24, dann hast du Schluss. Diese das Wertigkeit, okay. Dass du immer denkst, so, oh, das war jetzt wieder 30 Cent oder so. Genau. Ja, ne? Also, das darfst du mir nicht haben. Ja, aber auch, dass man nicht sieht, was da jetzt ist, also das würde mir, hat mir echt gefehlt, ich habe nicht geguckt, scheiße. Andere sagen ja, dass das genau für sie der Reiz ist, ne? Das ist ja jeder Jack anders. Aber die Kamera war einfach zu neu für mich, also die ich dann bekommen habe. Ja. Das war so ein schweres Doppel mit oben reingucken. Ich wollte es einfach nur mal haben, aber das war mir am Ende, ich bin so gelaufen. Ach, weil das so ein Mittelformat. Ja, das war so ein riesen schweres 2 Kilo oder was. Ne? Also das, ich bin beinahe gestorben. Finde ich ja super gut. Ne? Ja, aber dann hast du schon mal was gegen die Bewegungsunschärfe, wenn das alles so träge ist. Heilige Scheiße. Jetzt kann man immer so und so sehen. Ich meine. Aber ich bin heilfroh, dass die so leicht und klein geworden sind. Also dann dieses Schleppen, das. Also ich bin natürlich auch froh, dass es, gerade weil man kein Profi ist, also ich finde, das gibt halt super viel Sicherheit, dass man zumindest schon mal sieht, dass man gerade Mist gebaut hat und dass man das jetzt korrigiert. So, und man weiß, woran es gelegen hat. Ne? Da weiß man nie, weil jetzt habe ich da jetzt irgendeinen falschen Schalter benutzt oder weil ich habe ein paar Mal so einfach nur in die Hand genommen, oh Scheiße, schon wieder ausgelöst. Ne? Und dann sagt er nur so, oder hier jeder so ein Schuss kostet Bilder. Das ist ja Bilder. Ja, von Mittelformat. Oh. Ja, aber ich weiß noch früher, wo ich mit besagtem Kumpel losgezogen bin, ne? Mit seiner Hasselblad, mit seiner großen. Ne?
Und ich damals mit Kleinbild. Ne? Mhm. Dann hat er auch gesagt, wenn du da in den Laden gehst und machst dieses, was haben wir denn immer gemacht, dieses 13x18 war ja schon groß. Ne? Mhm. Dieses, ja, 9x15. 9x15 und so. Und dann hat er immer so gewitzelt und hat gesagt, hör mal, was du als Abzug hast, ne? Das habe ich als negativ. Mhm. Das stimmt auch fast. Ja. Ne? So von der Dimension her. Ja, ja. So, da konntest du natürlich reinzoomen bis zum geht nicht mehr. Ja, ne? Ja. Aber hat halt Geld gekostet, ne? Genau. Und Aufwand. Und ich mache keine Fassadenplakate, ne? Also so hohe Auflösung brauche ich gar nicht. Ne? Nee, natürlich nicht. Nee. Ja. Ach, Kinders. Haben wir noch was? Oder sonst hören wir auf. Wir wollen ja nicht Ewigkeiten. Oder wollen wir die längsten Podcasts aller Zeiten machen? Nein. Nee. Alles gesagt. Ja, irgendwann müssen wir aber nochmal so ein Alles gesagt. Genau. Vielleicht mit so einem Gast. Codewort Kerze oder was? aus. Ich da gerade rüber gucke. Nee, also, ich habe keine Ahnung, was als nächstes als Folge kommt. Ich bedanke mich, dass der Alex hier war, der Gregor. Ja. Wir haben einen schönen Tag und der ist auch längst nicht zu Ende. Ja. Ja, Lob an den Alex mit der weitesten Anreise. Genau. Danke fürs Abholen am Bahnhof hier. Ja, wenn nicht jeder Zug fährt, wo er will. Deutschland, ja. Ticket. Alles ist gut. Nein, ich finde es gut. Haben wir auch eine Folge darüber gemacht. Also, habt's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.